SPD informiert sich über Zustände in der Glückaufhalle. Die SPD-Politiker Rainer Bischoff und Frank Börner informierten sich heute in der Glückaufhalle über die Zustände der Erstunterbringungseinrichtung für Flüchtlinge. Das Fazit der SPD-Politiker: Das System funktioniert und damit sei man zumindest erst einmal beruhigt. Es ist wirklich vorbildlich, was hier abläuft. Die Kinder sind in der Halle selbst ein bisschen unruhig, das spürt man. Also die haben einen Bewegungsdrang und jetzt ist ja die Temperatur draußen auch nicht mehr so doll, dass man die Kleinkinder unbedingt hier spielen lassen könnte, also außerhalb der Halle spielen lassen könnte. Das ist der Situation geschuldet, klar, müssen wir mit umgehen. Aber nochmal, es gibt keine höhere Kriminalität und es gibt auch kein Vandalentum oder irgendwie, dass hier vermüllt wäre. Das ist ein hervorragender Eindruck, den wir gewonnen haben. Ein großes Problem liege nach Meinung der SPD-Politiker noch immer darin, dass die Erstregistrierung zu lange dauere. Derzeit leben 109 Flüchtlinge in der Unterkunft. Diese ist eigentlich für 250 Menschen ausgelegt. Die Hälfte der ankommenden Flüchtlinge sind männliche Erwachsene, 10% sind Jugendliche, so die Verantwortlichen des DRK. Die Homberger Glückaufhalle dient seit circa 6 Wochen der Erstunterbringung von Flüchtlingen. Von hier aus gelangen sie nach ihrer Registrierung in andere Wohnheime. Duisburg beteiligt sich an EU-weiter Schweigeminute. Oberbürgermeister Sören Link hatte heute ebenfalls zur Teilnahme an der Schweigeminute der EU um 12 Uhr am Montagmittag aufgerufen. Außerdem hat die Stadt Duisburg im Rathaus ein Kondolenzbuch für die Opfer des Attentats in Paris ausgelegt. Seit dem Montagmittag können alle Bürgerinnen und Bürger sich dort im Foyer des Rathauses am Burgplatz eintragen. Auch der Duisburger Integrationsrat drückte seine Erschütterung über die Terroranschläge aus. Die Anschläge hätten sich nicht nur gegen Frankreich gerichtet, sondern auch gegen die gemeinsamen Werte aller friedliebenden Menschen in Europa. Dies treffe Christen, Muslime, Juden oder Atheisten gleichermaßen. Angesichts dieser Gewalt sei es umso wichtiger, zusammenzustehen und sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. NRW-Bauminister fordert Wohnraum für alle. Weil in Zukunft 120.000 neue Wohnungen gebraucht werden, startet das Bauministerium nun gemeinsam mit dem Bündnis für Wohnen eine neue Wohnungsbauoffensive. Allein für 50.000 neu zu bauende Wohnungen wird eine Bruttobaulandfläche von rund 800 Hektar benötigt. Das entspricht mehr als 1.000 Fußballfeldern. Außerdem geht das Ministerium davon aus, dass durch den Flüchtlingszuzug in NRW in den kommenden Jahren 200.000 Wohnungen benötigt werden. 80.000 davon sollen im Bestand gewonnen werden. Über eine Internetplattform sollen leerstehende Wohnungen gemeldet werden können. Zudem spricht sich Bauminister Groschek dafür aus, die Störfallverordnung, die Abstände von Wohnbebauung zu Gewerbe- und Industrieanlagen regelt, zu überdenken. Einen entsprechenden Brief an Bundesbauministerin Barbara Hendricks und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat der Minister in dieser Woche verschickt. Entscheidung zur CO-Pipeline für nächstes Jahr erwartet. Bereits im nächsten Jahr könnte eine Entscheidung zur umstrittenen CO-Pipeline zwischen Monheim und Duisburg fallen. Erst im August 2014 hatte das Oberverwaltungsgericht Münster den geplanten Bau als verfassungswidrig eingestuft. Grund war, dass auf der Trasse zu Unrecht Grundstücke enteignet wurden. Derzeit prüft das Bundesverfassungsgericht den Fall. Eine endgültige Entscheidung könnte, wie mehrere Medien berichten, im nächsten Jahr fallen. Bund unterstützt Mörs Festival. Der Bund will das Mörs Festival in den kommenden 3 Jahren mit jeweils 150.000 Euro fördern. Das berichtet die Festivalleitung unter Berufung auf Mitglieder des Haushaltsausschusses im Bundestag. Gestern habe der Ausschuss entschieden, das Geld aus dem Bundeshaushalt 2016 bereitzustellen. Das internationale Jazzfestival findet seit 1972 jährlich zu Pfingsten am Niederrhein statt. Uni-Projekt erforscht Ruhrgebietsliteratur. Das Ruhrgebiet als Romanheld. Damit befassen sich Germanistiker der Uni Duisburg-Essen in einem neuen Forschungsprojekt. Die Wissenschaftler untersuchen die Revierliteratur nach 1960. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt in den kommenden 3 Jahren mit rund 400.000 Euro. Im Fokus stehen Romane, Erzählungen, Gedichtbände, Theaterstücke und Dokumentartexte, darunter Krimis ebenso wie Geschichten über Arbeitskämpfe, das Erwachsenwerden oder das Leben zwischen Fußball und Schrebergarten. 23. Bauchtanzfestival in Duisburg. Vom 22. bis zum 30. November findet in Duisburg wieder das internationale Bauchtanzfestival statt. 7 Tage lang werden Bauchtanz-Workshops angeboten. Höhepunkt ist am 28. November eine große Galashow in der Rheinhausenhalle mit den bekanntesten und meist ausgezeichneten internationalen Künstlern aus der weltweiten Tanzszene. Am 29. November gibt es dann den 9. Contest Belly Dancer of the World. Zu diesem Wettbewerb haben sich über 400 Künstler und
Champions aus der ganzen Welt angemeldet, beispielsweise aus China, Hongkong, Vietnam, USA und Russland. Zu sehen gibt es neben hochkarätigem orientalischem Tanz auch Flamenco, Tribal, Bollywood, asiatische Tänze, Latino und Zumba. Das Wochenende präsentierte sich bereits windig und feucht. Und auch heute begleitete uns ein stürmischer Wind mit steifen Böen. Morgen wird es sogar noch etwas ungemütlicher. Der Wind erreicht eine Stärke von 8 bis 9. Dazu gibt es immer wieder Regen und gegen Abend sogar gewittrige Schauer. Die Werte liegen bei 12 bis 15 Grad. Am Mittwoch ganz ähnlich. Morgens gibt es einen Mix aus stürmischem Wind und Regen. Gegen Nachmittag lässt das Regenrisiko dann langsam nach. Die Werte liegen bei 12 bis 13 Grad. Auch der Donnerstag zeigt sich durchweg grau und wolkig. Bei 11 bis 14 Grad kommt es immer wieder zu Schauern. Autofahrer aufgepasst, auch morgen wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Und zwar unter anderem auf der Meidericher Straße in Düssern und auf der Ottostraße in Marxloh. Und es wird auch wieder gebaut. In Buchholz ist ab heute die Straße im Königsbusch vollgesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten. Die Bauarbeiten finden vor den Hausnummern 95 und 102 statt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, den 4. Dezember. Und in Bergheim wird die Fahrbahn des Kreuzackers erneuert. Wegen der Bauarbeiten wird die Straße zwischen Bergheimer und Mörserstraße vorübergehend zur Einbahnstraße. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt und einen guten Start in die neue Woche.